So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde Außenlast mit mir, Lunetschki, Jawolskin. Im letzten Part sind wir ja vor diesem Irren geflohen. Ich hoffe, er ist nicht mehr hier, aber ich vermute mal, er ist es trotzdem. Na, das sieht ja wunderbar aus. Hängen hier Menschen an Häkenhaken? Oh, ich habe was zu lesen. Na, das ist ja schön. J. Nein, das war nicht J, dann war das Tab. Ich gehe mal auf Tab einfach. Oh, ich habe noch eine andere Notiz, die ich noch nicht gelesen habe. Die lese ich mal eben schnell vor. Der Körper eines Mannes, verunstaltet und verbogen, um den Moment der Geburt darzustellen oder zu verhöhnen. Das ist etwas, was kein Mensch sehen kann, ohne sich in irreparabler Weise... Das habe ich doch schon gelesen. Mensch. Körper hängen von der Decke wie nasse Wäsche, wie gehäutete Hasen. Verstümmelte Männer, gejagt und ermordet. Die kürzeste Distanz zwischen zwei Punkten teilt Gewalt von verdorbener Lust. Welche Geschichte er sich auch immer wieder erzählt. Er erschafft keine Frauen, um ihm Kinder zu gebären. Er erschafft Frauen, um sie umzubringen. Lisa, ich will diesen Ort mit allen Beweisen, dass er je existierte, bis auf die Grundmauern abbrennen, die Murkoff Corporation vernichten, ihn in Schande begraben, ihn nennen, das Geld wegnehmen, sie aus der Geschichte löschen. Dieser Mann glaubt, er sei verliebt, er ist überzeugt, die Therapie habe ihm geholfen. Es stinkt alles nach Tod und Angst, Pisse und kupfernes Blut, Fleisch, das zu Aas wird. Na, das ist ja ein schöner Text hier, Mensch, könntest du ja Gedichtschreiber werden. Okay, es speichert, das ist kein gutes Zeichen. Da habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich Lust drauf. Yummy, yummy, yum, yum, yum. Was haben wir denn hier Feines? Nur ein bisschen Leckereien für unterwegs, du. Ich habe keinen Bock, dass der Typ jetzt gleich kommt. Ganz ehrlich, er kann mir echt mal langsam wegbleiben. Okay. Gehen wir mal hier rein. Oh nein. Oh nein, kann der Typ nicht mehr endlich wegbleiben? Ich gehe mal hier ins... Und versteck mich hier drin. Dup, dup, dup. Ich hab da keinen Bock drauf. Ach, dieser Typ, ey. Ohne Witz. Oh, Leute. Langsam werde ich echt müde, immer wieder wegzurennen. Und... Oh, ich will nicht. Der ist doch verrückt. Ich will nicht, dass du aus mir ein Mädchen machst. Ich bin schon eine Lady. Ich glaube, er ist weg, oder? Oh. Der singt? Der ist doch irre, ey. Der ist richtig irre, der Typ. Okay. Links lang. Fuck, falscher Weg. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nirgendwo weiter. Fuck. Vielleicht hier lang. Scheiße. Abgeschlossen. Hier lang weiter. Jawohl. Shit. Okay. Alter, fuck. Was ist denn hier nicht richtig? Hochzeitszeremonie. Nein! Durch, 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 durch! Durch, durch, durch! Okay. Und das Ding verschieben, das Ding verschieben. Oh, fuck, 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 fuck. Schieb! Schieb doch mal! Jürgen! Schieb! Okay. Fuck, 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 fuck. Wo geht's lang? Hier, nicht hier. Auch nicht da. Okay, das ist nicht gut. Oh, fuck. Oh, fuck. Er sieht mich nicht, oder? Oder doch? Hallo, Jürgen? Okay, und rennen! Einfach die Tür zu machen. Okay, rennen, 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 rennen! Wo gehst du nochmal weiter? Nicht da, nicht da! Da lang, oder? Ich hab keinen Plan, Alter! Scheiße! Scheiße! Oh Gott, da zurück, jawohl! Durch das Ding da oben! Hoffentlich! Ich hoffe es mal! Ich weiß es nicht! Wenn nicht, hab ich die Arschkarte! Hoch! Oh Gott, okay, okay, okay. Wir sind sicher. Oder? Es speichert auf jeden Fall. Oh Gott, Leute. Das ist doch alles nicht deren Ernst, ey. Kann ich nicht endlich hier durch? Wo ging's nochmal raus? Da ging's raus, oder? Jawohl! Exit! Ich hab den Schlüssel! Raus! Raus! Nein! What the fuck? One more. Let's try.
I tried. You all betrayed me. Scheiße. You can hang like the rest of them. Oh, weia. Heavier than you look. If this is you on the honeymoon, I hate to imagine our anniversary. Hold still. God damn it, what are you? Okay, okay, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Hab ich's geschafft? Ich weiß es nicht. Okay. Okay, ich glaube, der ist tot. Alter, alter Falter. Mann, sind wir den jetzt los, ey. Okay. Aber was kommt da noch, ey? Alter Schwede! So, hier lang. Den Weg zurück. Ich nehme jetzt mal meine Kamera wieder. Oh, ich hole meine Kamera. Und jetzt müssten wir eigentlich nur noch den Weg lang latschern. Liegt da eine Batterie? Da liegt eine Batterie. Wundervoll, Leute. Und dann raus, raus, raus zum Exit. Meistens, wir haben es geschafft. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es mal. Hast du die falsche Taste gedrückt? Aber wir können jetzt hier raus, oder? Ich mach mal das Türchen zu. Sicher ist sicher. Nicht, dass da noch irgendein Irrer kommt. Alter Schwede. Puh, okay. Mail Ward. Okay, das ist für die männlichen Gefangenen. Alter Schwede. Okay, da geht's raus. Oder was war das denn jetzt? Ach so. Ende? Da kann man nicht raus, oder? Nee. Okay, es hat immerhin gespeichert. Da sind Menschen. Ich hab ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Ey Leute, helft mir. Let's wrap this up and get back to the truck. Amen. Das ist der tote Doktor. Das heißt, wir sind gerade zeitgleich in derselben Situation. Das ist ja krank. Wir sind gerade... Das muss ich jetzt mal rekapitulieren. Im ersten Teil haben wir doch den Doktor da quasi getötet. Der ist ja durch uns gestorben. Das heißt, der Mann, Waylon. Nee, Waylon sind wir, der andere. Den haben wir, und das ist jetzt zeitgleich, und das überschneidet sich, und das ist voll cool. Private Polizisten, Söldner, private Armee, so wie auch immer, die sich jetzt nennen. Sie sind genauso hilflos wie wir. Ich muss hier raus, entkommen. Oh, hier werden alle erschossen. Das ist ja geil. Das ist ja schön. Das bringt's ja voll. Wenn ich jetzt hier bin, habe ich ja voll die Arschkarte gezogen. Da erschießen mich die Penner bestimmt einfach so. Renn, renn, renn. Okay. Okay. Ganz vorsichtig. Einfach das Fenster hüpfen. Einfach weg hier. Einfach schwimmen. Okay, ich gehe einfach über den offiziellen Weg lang. Ich versuche jetzt keine Türen zu öffnen. Nichts weiter zu finden, außer hier raus. Raus. Schön. Schön. Herrlich, herrlich, Leute. Ja, der Raum, ich erinnere mich, der Fernseher. Hier sind wir rein, in der Nähe. Also beim ersten Teil. Wir sind am Eingang. Das ist gerade so, als würde ich den ersten Teil noch von vorne spielen, ey. Genau hier sind wir gewesen. Hier war das Klo. Hier ging's, genau. Hier war der Anfang. Raus. Runter. Hier lang, geradeaus. Und raus. Mr. Park. How the fuck are you still alive? Huh?
Wow! Was? Penner! Boah! Boah! Ist das jetzt schon der Geist von... Wenn die schon hier sind, dann ist ja Dings auch schon tot, oder? Der war ja auch da. Ja, natürlich. Ob wir es jetzt nicht schaffen zu entkommen? Schließen nochmal schnell Jeremy Blair. Jerome Blair, der Vorgesetzte meines Vorgesetzten, ein Mann, der mich hätte läutern, mit Salz bedecken und vergewaltigen lassen, wenn es eine Beförderung und ein paar Martinis bedeutet hätte. Verletzt, sterbend, wenn er nicht schon tot ist. Ich bemühe mich, ihn zu bemitleiden. Tue ich wirklich. Aber in jedem Leben lasse ich mich von ihm davon abhalten, diesen gottverlassenen Ort zu flüchten. Ich komme nach Hause, Lisa. Okay. Ein monumentaler Augenblick. Gibt es einen, der entkommen konnte? Im Gegensatz zum ersten Teil. Schaffen wir es diesmal? Ist das das Ende? Das könnte es sein. Sein Auto! Es steht da noch! Ich bin gerade so geflasht, dass sich das wirklich gerade so geil überschneidet, Leute. Und auf geht's. Wir nehmen die Tür. Da steht jemand. Das ist er, oder? Oh Gott. Fahr, 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 fahr! Alter Schwede! Fahr! Scheiße! Oh Gott. Haben wir es geschafft? You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Wehe, ich muss das jetzt entscheiden. Geht ja nicht anders, ich muss ja drücken. Wir haben überlebt. Wir haben es geschafft. Im Gegensatz zu jemand anderem, manch anderem, den es vorher gab. Aber ich fand das Ende jetzt, gerade die letzten paar Minuten, doch sehr schön. Es hat mir gut gefallen. Da sich das ja storytechnisch überschnitten hat. Im Prinzip hat man ja gesehen, er war ja schon, der Wallrider war ja da. Das heißt, das ist das, wo das erste Ende und dann das überschneidet sich super genial. Ich bin gerade doch sau baff. Super schöne, wirklich schön gemachte Horrorfilmgeschichte. Jetzt kommt aber mein Fazit zum DLC. Das vielleicht dem einen oder anderen widerspricht. Ich muss sagen, ich fand es natürlich, es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Outlast-technisch wieder super geil. Noch mehr Sequenzen drinne, noch mehr, ich sag mal, Dialoge, ein bisschen mehr Story, alles drum und dran. Das fand ich sehr gut gelöst. An und für sich nett, aber es gibt ein paar Dinge, die mir nicht gefallen haben. Unter anderem eben dieses, ich würde mal sagen, aufgesetzte oder zwanghafte Einbringen diverser Personen und Gegner aus dem ersten Teil, unter anderem zum Beispiel der Klotz, dann die beiden komischen Penisschwuchtelkannibalen, der komische Doktor, der am Anfang auch vorkam. Das war mir ein bisschen zu viel an, ich sag mal, versucht, so diesen Aha-Moment mit reinzubringen, wo man sagt, ach guck mal, den kennst du doch, und dann war er wieder weg. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Dramatik mitmachen können, ein bisschen mehr, ich sag mal, in die Geschichte einbauen können, weil das war jetzt einfach nur so dieses, ja, wie ich gesagt habe, auf Zwang versuchen, diesen Wiedererkennungswert zum ersten Teil zu schaffen, der aber nicht so funktioniert, wie er sollte.
Eben zum Beispiel die beiden. Die kamen einfach kurz vor und dann waren sie wieder weg. Der komische Klotz kam einmal kurz vor, da war er wieder weg. Was ist aus dem lustigen Flex-Kannibalen am Anfang geworden? Da hat man auch nichts mehr von gehört. Bei den anderen weiß man ja, was passiert ist. Das war ja der erste Gegner, bei dem ich dachte, der kommt immer wieder vor. Auf einmal kam irgendwie der ganz neue, der natürlich total geil geschrieben war. Dieser schizophrene Heiratstype da. War ganz cool. Das war mir aber alles ein bisschen zu durcheinander, muss ich sagen. Es hat irgendwie... Man hat keine Bindung zu seinem Gegner aufgebaut, wie im ersten Teil zum Klotz zum Beispiel. Hatte man diesen einen Gegner, vor dem man die ganze Zeit Schiss hatte. Und zudem hat man eine Bindung aufgebaut und hat man sich riesig gefreut, als der am Ende verreckt ist. Ich habe mich jetzt natürlich auch gefreut, aber es war einfach, wie gesagt, alles zu komprimiert in kurzer Zeit. Na klar, ein DLC für 8 Euro kann natürlich nicht so groß sein wie die Hauptgeschichte. Nichtsdestotrotz, weniger ist manchmal mehr. Es gab natürlich insgesamt nicht so viele Gegnertypen, wie vorher zum Beispiel die einen, die unten waren und dann die anderen und bla und blups, aber insgesamt waren es mir zu viele storybezogene Gegner, die vorkamen, die man hätte vielleicht anders einsetzen können. Dann natürlich, muss ich sagen, ist der Wegrennhorror jetzt beim erneuten Spielen ein bisschen verschlissen. Wenn es irgendwann einen zweiten Teil zu Outlast gibt, könnte man das vielleicht anders umsetzen, vielleicht ein paar mehr, ich sag mal, Gameplay-Elemente einbringen. Im Prinzip war es ja jetzt, das Gameplay bestand jetzt nicht mal aus finde drei Schalter oder so, wie im ersten Teil und renne in der Zwischenzeit weg, sondern es war eigentlich nur Wegrennen. Man musste zwischendurch einen Schlüssel finden, das war in Ordnung, aber ansonsten dieses Wegrennen. Versteck dich, renn weg. Ich meine, ich habe mich jetzt weniger versteckt, muss ich zugeben. Ich bin eigentlich fast nur weggerannt. Und das ist so ein bisschen abgenutzt irgendwann. Man hat dann nicht mehr diese Panik wie am Anfang. Ist natürlich klar, ist bei Amnesia genauso. Wenn es sich zu sehr häuft, dann verschleißt es eben. Dann gewöhnt man sich dran, dann ist es nicht mehr so der Horror. Die Geschichte war trotzdem der totale Horror. Und das am Ende mit dem Penis und alles und dass der da Frauen draus machen will, war total krank. Frage ich mich, wie soll man es noch steigern? Pädophilie? Ich habe keine Ahnung. Oder Code. Eine Menge Code. Das nächste Code-Last kommt dann noch. Und, genau, Outlast 2, The Revenge of the Brown. Ist egal. Jedenfalls, ich hoffe, ihr wisst, wie ich meine, dass es eben dieser Verschleißeffekt eben am Ende doch zu sehr spürbar ist und man nicht mehr so diese Extrempanik hatte. Es hat natürlich immer noch diesen Moment, wo man sich dachte, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf, verfolgt zu werden, aber es war dann eher dieses weniger Angst, sondern wirklich keine Lust mehr drauf haben. Diese Mechanik jetzt nochmal zu spielen. Ich bin auch, falls nochmal ein DLC kommt, gespannt. Aber ich denke mal, wenn es genauso läuft, könnte es dann doch ein bisschen... sag mal, man muss sich was Neues einfallen lassen. Das ist so mein kleines Fazit. Also ich würde das jetzt, das DLC, nicht so gut bewerten wie das Hauptspiel. Ist natürlich auch nur ein DLC, klar. Aber auch wenn es jetzt so lang wäre wie das Hauptspiel, rein spielerisch, inhaltlich, gerade aktuell kann ich keinen Vergleich. Dem Hauptspiel würde ich eine glatte 90 geben in Sachen Horror. Dem DLC würde ich jetzt runde 78% geben, vielleicht 80%. Also ist okay. Man kann es spielen. Andere würden sicherlich auch sagen, oh, total krank. Ich würde es mich nicht trauen, aber aus meiner Sicht, wie gesagt, schon ein bisschen verschlissen. Aber die Atmosphäre war super natürlich, wie immer. Sehr schön gemacht. Auch von der Länge her recht ideal. Nicht zu lang, nicht zu kurz. So kann ein DLC aussehen, so muss ein DLC aussehen und nicht wie bei Call of Duty ein Skin für deinen Hund und eine Map für 15 Euro, wo ich mir denke, was soll denn bitte? So hat ein DLC auszusehen. Es hat bestimmt jetzt, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, 2,5 Stunden. Kann man jetzt nicht genau sagen. Trotzdem, war schön, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch ebenfalls. Lasst mir doch gerne Kritik da, lasst dem Spiel ein bisschen Kritik da. Das heißt, ich würde gerne auch eure Meinung zum Spiel hören. Seht ihr das ähnlich wie ich? Oder sagt ihr vielleicht, eigentlich war es dann okay. Vielleicht hat es euch auch gefallen, die Leute wiederzusehen. Und hat euch gesagt, ey, das hat auch vollkommen gereicht. War super in Szene gesetzt, mehr will ich gar nicht. Sagt mir eure Meinung. Und sagt mir natürlich die Meinung zu meinem Let's Play, in Anführungszeichen. Wobei ich Let's Play immer so komisch finde. Das klingt so wie so ein Begriff. Bleh. Zu meinem Gameplay, zu meinem kommentierten Spielen, wie ich es gemacht habe, ob ihr es gut fandet, ob ich vielleicht zu viel geredet habe, zu wenig geredet habe, ob ich Setup besser machen könnte. Ob ich mehr Emotionen zeigen soll, ich weiß es nicht. Lasst mir und dem Spiel, wie gesagt, Kritik da. Und ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal auch wiedersehen. Bei einem anderen Spiel, vielleicht beim nächsten Outlast DLC. Mal sehen, was noch so kommt, liebe Leute. Es kommen dieses Jahr auf jeden Fall einige Schmankerl noch, die man zusammenspielen kann und zusammen auch sich angucken kann. Aber jetzt verabschiede ich mich. Auf dann, auf bald. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blablabla.